römische Baumeister Marcus Vitruvius Pollio in seinen 10 Büchern zur Architektur hat Ihre Frage präzis und kurz lateinisch beantwortet, nämlich Utilitas, Firmitas und Venustas. Das heißt, das Bauwerk muss seinem Zweck genügen, es muss zweckdienlich sein, es muss dauerhaft sein und es muss schön sein. Darüber hinaus möchte ich eigentlich nicht gehen, das ist es wohl. Ich habe deshalb Vitruv auch Baumeister genannt und nicht wie üblicherweise heutzutage Architekt. Die Spaltung ist ja erst eigentlich im 19. Jahrhundert dann gekommen. Nein, die Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren ist zweifellos gut und richtig und notwendig. Ich selbst bin ja Brückeningenieur und will deshalb aus der Sicht etwas sagen. Beim Entwurf von Brücken ist es ja so, dass dort der Ingenieur die Leitung des Entwurfs hat und der Architekt berät ihn, anders als im Hochbau. Das ist eine gute Sache, manchmal nicht ganz einfach. Das Wichtigste ist, dass beide sich gegenseitig gut zuhören und versuchen, die Argumente zu verstehen, weil ja die Denkart häufig etwas verschieden ist. Wichtig aus meiner Ingenieurssicht ist, dass der Architekt ein Verständnis des Kraftflusses hat und nicht versucht, gegen den Kraftfluss ästhetische oder gestalterische Vorschläge zu machen, dann wird es sehr schwierig. Das habe ich schon erlebt. Aber wenn der Architekt ein Verständnis für den Kraftfluss hat, kann er zweifellos einen Entwurf im Aussehen verbessern. Das statische System, die technischen Dinge, wird der Ingenieur weitestgehend vorgehen. Aber eben das Ausformen, sei es im Großen, sei es auch in Details, ist etwas, was dem Denken des Architekten näher ist. Und ich habe erlebt, dass für mich auf Anhieb überraschende Vorschläge, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre, wenn man die mal hinskizziert, dann ist ja tatsächlich ist besser. Also ich habe in Deutschland mit Professor Burkhardt sehr gern zusammengearbeitet, mit Professor Nöbel, habe in Amerika mit einem polnischen HL2-Ingenieur, habe mit einem chinesischen Architekten, ich habe in aller Welt mit Architekten auch in Schweden gearbeitet. Ich schätze es und mache es gern, aber wie gesagt, die Voraussetzung muss sein, dass der Architekt den Kraftfluss anerkennt, sonst geht es schief. Dieser Preis, wie auch andere Preise, ist sicher gut, um die Tätigkeit des Bauingenieurs mehr im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und klarzumachen, weil ja doch die Öffentlichkeit primär wohl den Architekten, so wie er im Hochbau maßgebend tätig ist, sieht und die Zuarbeit des Bauingenieurs wenig kennt. Im Brückenbau ist es anders. Persönlich habe ich immer gehört, wenn jemand hörte, ich wäre Brückeningenieur, auch noch waren sie sehr interessiert. Aber im Bewusstsein ist eben der Architekt derjenige, der das Bauwesen bestimmt. Und der Ingenieur arbeitet zu. Und wenn dann die Rolle des Architekten angemessen seiner Tätigkeit in die Öffentlichkeit getragen wird, wie zum Beispiel durch den Ingenieurbaupreis, halte ich das für sehr gut. Ist das vielleicht also die Ursache dafür, dass die Wahrnehmung des Bauingenieurs nicht so stark ist? Liegt das vielleicht daran, dass die Leistung schwerer zu vermitteln ist als die Architektenleistung? Das ist wohl der Fall. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass Architekten im Allgemeinen
sich selbst sehr viel besser in der Öffentlichkeit darstellen können als Ingenieure. Bei Veranstaltungen, Vorstellungen von Projekten, die von Architekten und Ingenieuren gemeinsam verantwortet wurden, wo auch durchaus der Ingenieur einen großen Beitrag geleistet hat, bleibt doch für den Laien häufig der Architekt im Bewusstsein, weil er redegewandter ist, sich besser darstellen kann. Ich will das nicht negativ nehmen. Nur, ich glaube, das ist mindestens so wichtig wie die schwerer zu durchschauende Tätigkeit des Ingenieurs. Muss man dann jetzt in der Bauingenieurausbildung Rhetorikkurse einführen? Ach, das würde ich nicht sagen. Wissen Sie, das liegt ist ein bisschen jedem angeboren, dem einen liegt es mehr, dem anderen weniger. Und vielleicht kann man sagen, dass mit einem gewissen künstlerischen Anspruch auf die Eigendarstellung ganz natürlich Hand in Hand geht. Und wenn jemand eben doch mehr, ich sage mal, Berechnungen und solche Dinge macht, da ist er nicht unbedingt ein Mann mit Außenwirkung. Ich glaube, ist auch eine Erfahrungssache. Wenn Sie 20 Mal präsentiert haben, dann geht es ein bisschen besser.